Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ja, im letzten Part waren wir eigentlich auf der Suche nach einer neuen Kristallkugel für den Wahrsager und auf der Suche nach den Drachen, welche im Erdland leben. Und da der Wald Fyrone gesperrt war, sind wir halt auch zum Vulkan Eldin geflogen. Und wir endeten als Gefangener der Bockblins, die miese Sau. Voll auf die Fresse! Und ja, die haben uns alle Items weggenommen, aber wir haben mittlerweile zwei wiedererhalten. Und es ist echt geil gemacht, dass man die ganzen Items jetzt nacheinander suchen muss, um immer wieder stärker zu werden. Und es ist, ja, praktisch, kann man es als ein Zelda-Spiel in Kurzvariante sehen. Denn wir erhalten ganz viele Items. Zack, und ich finde das recht cool. Das gefällt mir sehr. Ich hoffe ja, das ist in den anderen Gebieten dann genauso. Und wo kommen wir denn zu unserer Peitsche? Moment, einmal gucken, was hier unten jetzt ist. Können wir jetzt in diesen Gang irgendwie? Nee. Da können wir immer noch nicht rein. Und wie man da irgendwann mal reinkommen soll, ist mir schleierhaft. Nach da könnten wir noch, aber da war jetzt keine Kiste verzeichnet. Deswegen gucke ich da einfach mal, ob da nicht irgendwas Schickes versteckt ist, so für uns. Einfach mal so. Nö. Nee, natürlich nicht. Aber wir gehen noch weiter nach hinten. Vielleicht ist ja dort dann noch etwas versteckt. Und ja, ich finde das total unsozial, dass die hier nichts versteckt haben. Wofür gehen wir denn dann gucken? Aber egal. Hätten ja wenigstens so einen Finsterhalbmond verstecken können. Okay, ja, ich weiß. Die gibt's nur in den Serien. Und Serien gibt's wahrscheinlich keine mehr. Weswegen wir auch an keine Finsterhalbmonde mehr kommen können. Und die Magmarienkäfer, ja, sind auch gesperrt für uns. Genau wie dieser Weg, der wird auch versperrt. Und der durch Magma. Kaltes Magma. Okay, dann, ja. Gehen wir einfach mal hier runter und gucken wir mal, was es hier so gibt. Da fährt eine... Ah, da fahren Plattformen. Ach so. Okay. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich noch die nächste Plattform abwarten und können dann endlich mal gucken, was sich dort so befindet. Und die Peitsche muss dann wohl noch ein klein wenig warten, denn wir kommen als nächstes oben raus, oder nicht? Dann, weil hier ist ja eine Tür und dann denke ich mal, ist das so ein Tunnelberg, ein Tunnel im Berg. Und dann kommen wir das nächste Mal dann oben raus, weswegen wir einfach mal uns hier ein wenig treiben lassen, um an die Peitsche zu kommen. Denn die können wir nicht zurücklassen, weil wenn wir Zelda irgendwann mal gerettet haben, hat das Item für Link doch noch einen Nutzen. Ich weiß, der braucht ein bisschen. Deswegen habe ich auch die kleine Pause jetzt gemacht. Aber mittlerweile habt ihr ihn bestimmt verstanden. Zumindest, wenn ihr alt genug seid. So, okay. Da ist unsere Peitsche. Oder, hä? Ah, guckt mal, was da ist. Egal, wo ist denn jetzt die Peitsche? Ah, hier. Ja klar, natürlich genau im Rampenlicht. Ihr Schweine. Also denke ich mal, ist der Schalter da hinten dafür da gewesen, um das Licht auszuknipsen? Ah, Efeu. Perfekt, schnell darüber. Zack. Und hier haben wir auch noch Bomben und können uns... Ja, die können wir aber nicht in die Tasche tun, ne? Zack. So, dann lassen wir einfach es hier mal krachen. Ach so, wir haben ja kein Schwert, ja. Komm, ist ja gut. Ist ja gut. So, dann weiß ich auch, wofür die Bomben hier stehen. Nicht aus Zufall, sondern aus purer Schadenfreude. So, wow, das war knapp. Leute, ich bin mal wieder ein bisschen heikel unterwegs, wie man hier sieht. So, jetzt warten wir ab, kurz bevor das Ding explodiert und... Ich habe gesehen, dass sich das Ding bewegt hat. Was ist das überhaupt? Nee, da brauchen wir unsere Peitsche. Das hat dieses peitschenartige Teil. Ja klar, wir gehen auch mitten ins Licht jetzt. Ihr könnt... Ah ja, mit Bomben können wir Türme abreißen. Stimmt. Bim. Dafür waren die Bomben also da. Okay. Jo. Mein kleiner Freund. Möchtest du in die Lava fallen? Ciao. Schön. So, der eine Moblin guckt eben nicht hin. Und wir entledigen ihn die Peitsche wieder. Und eignen sie uns an. Ja. Du hast die Peitsche wieder. Sieh dich um. Vielleicht gibt es etwas, das du jetzt erreichen kannst.
Und ja, das gibt es auf jeden Fall, aber ich würde schon gerne noch zur einen Stelle da hinten, um zu gucken, was da nun letztendlich war, also in den Tunnel da. Und da gehen wir auch jetzt gleich zurück, aber wir aktivieren vorher die Pflanze. Okay. Ach so, oh. Ja. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendein Mechanismus, der die Tür entriegelt. Dem war aber nicht so. Und wir laufen nochmal kurz zum Start, denn ja, ich will wissen, was im Tunnel war. Ja, ich weiß ja nicht, was jetzt auf der anderen Seite war, aber ich denke mal, da geht es dann regulär weiter. Denn wir brauchten ja die Peitsche dafür. Wow, das war knapp. Und wir laufen dann einfach nochmal zurück. Ja. Bleibt halt nicht aus. So, vielleicht haben die sozialerweise auch hier dann irgendwie eine Abkürzung klar gemacht. Nee, natürlich nicht. Gut, dann laufen wir da nochmal lang. Und wir haben immer noch keine Waffe wirklich, womit wir Moblins außer Gefecht setzen können. Ganz leise, ganz... Ciao! Boah, mein Herz, ey, das hat... Hau mal ab. Mein Herz, das hat gerade gepocht wie sonst was. Moment, kommen wir hier vielleicht? So. Hier einmal hoch. Zack. Und... Hä, warum zeigen die das denn jetzt so? Okay, hier hätten wir anscheinend auch einmal lang gekonnt, aber... Nee. Okay, wir müssen uns nochmal an so einem Ding festkrallen. Ich hoffe, wir kommen von hier irgendwie da dran. Unser Greifhaken. Komm, da kommen wir doch locker dran, oder? Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nein. Aber da. Moment, Kamera, dreh dich. Ah ja, da klappt es. Perfekt. Jo, halten wir uns wieder an dem Pflänzlein fest. Und Link, dreh dich noch da. So. Gehen wir nochmal erneut dahin und gucken mal, was in dem Tunnel letztendlich ist. Da waren wir ja noch nie. Ich hoffe nur nicht, dass es eine Verbindung bis ganz nach oben ist, denn dann weiß ich auch nicht weiter. So. Einmal noch hier dran festhalten und zack. Gehen wir in den Tunnel, sobald eine Plattform über die Lava treibt. Und das tut sie auch gerade. Schnell, Link. So. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Oh. Okay. Hier können wir anscheinend mit unserer magischen Lyra irgendetwas bewirken. Oh, Tatsache. Ein Fratzenstein. Juhu. Eldenerz, dankeschön. Du hast Eldenerz erhalten, ein äußerst hartes und robustes Erz, das glitzert. Lässt sich gut weiterverarbeiten. Plopp. Schön. Hast du uns noch irgendwas zu verraten, erzählen? Angeblich lebt auf dem Gipfel dieses Vulkans ein Drache. Nein, das hier ist ganz bestimmt nicht der Gipfel. Soll ich das nochmal wiederholen? Nö. Hab schon verstanden. Du möchtest mir also nicht zuhören. Richtig. Endlich mal ein Fratzenstein, der mich versteht. Schön. So. Und ja, ich weiß, die heißen Schiekersteine, aber ich nenne sie immer Fratzensteine. Denn sie sehen aus wie eine Fratze und sie labern einfach nur doofes Zeug und ich mag sie nicht. Es sei denn, sie fliegen gen Himmel und explodieren. So, was haben wir denn hier? Zack. Irgendwie ist die Flugbahn von den Krügen gerade total, ja, physikalisch nicht ganz richtig. Denn sie fliegen meiner Meinung nach zu langsam runter wieder. Zack. Egal, hier gibt es anscheinend gar nichts von Interesse. Es ist einfach nur ein Schrein. Aber egal. Hier können wir Herzen sammeln, welche wir eigentlich gar nicht brauchen, aber ich mach's trotzdem. Ja, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Ciao. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Aber wir wissen jetzt, was es hier gibt. Nämlich nichts außer ein Fratzenstein. Und ein Fratzenstein ist eigentlich noch schlimmer als nichts. Und ja, warten wir einfach auf die nächste Plattform, auf welcher wir uns treiben lassen können. Und dann gehen wir den regulären Weg weiter. Und da kommt auch schon eine. Lalalala. Und ja, wir kommen eigentlich recht gut voran. Und mal sehen, ich denke mal, wir müssen dann am Vulkangipfel noch unsere anderen Items einsammeln. Jo. Ey, wo treibst du hin? Ach so, ja, doch, richtig. Ich hab nichts gesagt. Jo. Ja, fehlt noch eine ganze Stange. Warum sie uns den Köcher weggenommen haben, verstehe ich nicht. Also ich meine, damit hätten wir nicht wirklich etwas machen können, oder? So, zack, rauf hier und gehen wir weiter. So, da ist der Moblin, den lasse ich außen vor, der ist mir scheißegal. Jo.
Und dann gehen wir jetzt mit unserem Greifhaken auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Hey, Pflanze, auf dich zu bewegen, danke. Link, lass das los! Loslassen, sage ich. So. Dankeschön. Jo. Oh. Der Schalter ist aktiviert, er bringt nichts. Da oben werden nochmal Bomben. Bringen die uns das? Können wir etwa den Weg hier aufsprengen? Oh Leute, dann habe ich gerade echt voll den Umweg gemacht, wenn das jetzt funktioniert. Dann habe ich voll den Umweg gemacht. Gespannt. Gespannt, gespannt. Hm. Okay, wenn die Bombe es bis nach da hinten schaffen sollte, könnten wir sogar ganz nach oben, was ich aber eigentlich gar nicht machen will, weil es verkürzt ja alles. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht nochmal neu laufen. Und es klappt. Scheiße. Okay, ich gucke erstmal nochmal, ob auf der anderen Seite irgendwas ist. Vielleicht ist da ja sogar eine Sackgasse und wir müssen sogar den Weg da gehen. Hallöchen! Ne, hier sieht es so aus, als würde es weitergehen. Wenn die Lava mal aufhört zu steigen. Was anscheinend nicht der Fall ist. Oder? Da stehen aber auch keine Bockblins, also, ja. Moment, wir behalten das im Auge und wenn wir gehen und das wieder sinkt, dann ist es definitiv... Hm. Okay, dort ist kein Weiterkommen möglich, also bleibt uns nur diese Option. Okay. Dann nutzen wir die eben und sind dann ganz oben. Aber Moment, einmal noch vor auf die Karte blicken. Ah, okay, das heißt, wir lassen uns dann hier mit den Plattformen treiben und fahren noch ein paar Höhlen vorbei, bis wir dann unsere Schleuder bekommen und dann am Ende die Bomben... Oder vorher die Bomben? Das entscheiden wir spontan. Erstmal gucken wir, was es hier oben so gibt. Die Rutschpartie wird wahrscheinlich dann auch gesperrt sein, obwohl, nee. Uff, ist das heiß, aber die Schätze dieser Welt liegen vor mir. Okay, dafür brauchen wir aber auf jeden Fall unsere Bomben zuerst, anscheinend. Ja, definitiv, wir brauchen unsere Bomben. Ja, wir kommen nachher nochmal wieder. Warte einfach auf uns. Jo. Hier haben wir auch nichts, wobei hier hätten die auch eigentlich den Köcher verstecken können. Kescher, Köcher. Keine Ahnung, ich verwechsel Kescher und Köcher total oft. Jo. Köcher ist das für feilen Bogen und Kecher ist das, um Insekten zu fangen, genau. Okay, da lang müssen wir anscheinend und uns erst die Schleuder wieder aneignen, zurückergattern, erobern oder whatever. Ich guck mal, ob wir nicht schon an die Bomben können, aber das wäre unlogisch. Ja, nee, komm, komm. Das bringt ja keinen. Wir brauchen zuerst die Bomben, die Schleuder, um die Gegner zu benebeln anscheinend. Oder hoffentlich. Egal, wir gehen auf jeden Fall erst den Weg. Dafür habe ich mich jetzt entschieden und die Entscheidung bleibt auch. Wir warten hier kurz auf eine Plattform und betreten noch diese Höhle und gucken mal, ob die genauso leer ist wie die andere. Oh, da brauchen wir anscheinend Bomben. Okay, aber hier wäre nochmal ein Fratzenstein anscheinend. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Vielleicht auch wieder was über den Drachen. Oh, ein Schattenkristall. Du hast ein Schattenkristall erhalten. Dieser äußerst seltene Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Zack. Schön. So, was hast du denn zu erzählen? Auf dem Gipfel des Vulkans soll ein Drache leben, dessen Körper in Flammen gehüllt ist. Er lebt an einem segend heißen Ort, den die meisten Leute nicht betreten können. Soll ich das nochmal wiederholen? Nein. Hab schon verstanden, du möchtest mir also nicht zuhören. Genau. Wieder ein Fratzenstein, der es nachvollziehen kann. Schön. So. Vielleicht... Oh, jetzt wäre ich fast in die Lava gesegelt. Gehen wir einfach mit denen. Ich habe jetzt keine Lust, auf eine Plattform zu warten. Ey. Lass das. So. Hier noch einen. Zack. Und da ist auch unsere Truhe. Toll. Wir müssen auf eine Plattform warten. Das war wohl nur der Hochweg eigentlich und nicht der Runterweg. Hallo, Plattform. Dann gehen wir nochmal hoch. Anscheinend kommt keine. Ah doch, da kommt eine. Komm, du fährst an uns vorbei, oder?
Sei sozial. Sei sozial. Loslassen! Oh, perfekt. So, wir schlittern hier flussabwärts und steuern genau auf die Bomben zu und schnappen uns dann ganz schnell. Ich kann auch nicht warten, Leute, ne? Egal. Ich beende. Oh, scheiße. Ich beende hier erstmal den Part und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder und dann holen wir uns die Schleuder zurück. Also, ciao!